Heute ist der Tag, wo wir ganz offiziell ausgezeichnet worden sind als Schule der Zukunft, Bildung für Nachhaltigkeit. Das ist der Ansatz, den unsere Schule seit Jahren verfolgt. Und ich freue mich sehr, dass es uns mit unserem Projekt Vom Korn zum Brot gelungen ist, die Jury dieser Kampagne zu überzeugen und wir diese Auszeichnung heute in Empfang nehmen konnten. Vielen Dank an alle beteiligten Akteure. Die Schule der Zukunft, die steht hier bei uns in Stemwede und die steht deshalb hier in Stemwede, weil es eine ganz tolle Leistung ist, mit einem großen Team in einem Kollegium immer wieder kreativ neue Projekte zu entwickeln und weil es viele Akteure gibt, mit denen man sich vernetzt, aus der Heimatpflege, aus der Elternschaft, von Unternehmen. Ja, und dieses Projekt fasziniert mich sehr und es passt wunderbar zu dieser wunderbaren Schule. Ja, heute wurden wir ausgezeichnet als Schule der Zukunft. Wir hatten letztes Jahr ein großes Projekt gemacht mit einer ganzen Reihe von Lehrern, mit vielen Fächern. Und jetzt sind wir Schule der Zukunft und dürfen uns für die nächsten 4 Jahre auch mit diesem Titel schmücken. Ich finde, das ist eine schöne Auszeichnung und das wären noch weitere schöne 4 Jahre. Ja, die Schule, die Mühle-Lefern war ja als außerschulischer Lernort ein Ort, in dem mit den Kindern zusammen das Mähen von Getreide nach alter Weise, das Binden von Garben und das Aufhocken, das kriegt man heute nirgendwo mehr zu sehen, gezeigt wurde. Kinder konnten mitmachen. Die Windmühle wurde in Betrieb gesetzt, besegelt, der Mahlvorgang wurde gezeigt, auch dort konnten die Kinder mitwirken. Dann haben wir das Brotbacken in unserem Backhaus mit dem Steinbackofen gezeigt und die historische Ausstellung der Museumshalle mit alten Landmaschinen, wie man früher Gras und Korn mit dem Bindemäher bis hin zum modernen Mähdrescher dann diese Entwicklung gezeigt hat. Insgesamt, glaube ich, sehr anschaulich und die Kinder zeichnen sich ganz begeistert. Ja, heute ist der Tag, der internationale Tag der Bienen und wir sind hier in der Schule auch hervorragend ausgestattet mit Bienenvölkern und dazu passend mit Blumenwiesen, die jetzt schon blühen.